Hallihallo, liebe Freunde, Fans und vor allen Dingen meine Community auf YouTube. Hier ist unschwer erkennbar euer alter Mann. Und zwar diesmal von einer Stelle, die vielleicht vielen von euch noch unbekannt sind, obwohl ich immer wieder darauf hinweise. Und zwar befinden wir uns hier auf meiner privaten Homepage, nennt man das, eine Seite, die mich als Person darstellt. Und hier bekommt ihr alle Informationen rund um meine Person, das nur am Rande. Hier gibt es meine Biografie, hier gibt es eine Darstellung, das bin ich. Und viele, viele Dinge mehr. Ihr seht auch Begriffe wie Wertschätzung. Moment mal, wir müssen ja erstmal die Cookie-Richtlinien bestätigen, ja. Es gibt also hier die Schnitzeljachten, die ich durchgeführt habe. Challenges, Netiquette, Wertschätzung, Humor, meine Gedichte zum Teil. Ihr seht also einwandfrei der alte Mann. Und worum geht es heute? Es geht heute um die Jagd nach dem Weihnachtsschal. Und damit wisst ihr dann auch schon, wo wir uns befinden. Denn heute möchte ich euch auf diesem etwas ungewöhnlichen Wege die Fragen rund um das Kartenspiel der Reichen und Schönen in der Adventszeit des Jahres 2021 beantworten. Ich habe jetzt 3 Tage lang versucht, das wie gewohnt live aus meinem Profil zu tun. Aber, und das ist auch schon längere Zeit so, das sind schon bestimmt 2 Monate, es gibt ständig Probleme, entweder beim Einloggen in die bestimmte Community oder das Programm bleibt einfach stehen oder aber der gesamte Bildschirm ist von Werbung überlappt und. Ihr habt das sicher festgestellt. Ich habe auch dementsprechende öffentliche Chronikeinträge gelesen. Aber egal. Hauptsache, wir klären jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Weihnachtsschal und einige andere Dinge im gleichen Atemzuge mit. Seit nunmehr 5 Jahren bereits besteht die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch bedingt an aktuelle Informationen zu kommen, darin, die Ticker der wenigen seit Anfang 2017 noch verbliebenen Mitglieder des Teams zu abonnieren. 6 oder 7 gibt es wohl noch. Ho, ho, ho. Das nur am Rande bemerkt. Etwa 10 Tage vor dem ersten Advent kündigte der Engel mit dem blond gelockten Haar eine wundervolle Adventszeit mit einem Weihnachtsspiel, Sammelbildern und einem Adventskalender an. Und ihre weit über 500 Abonnenten jubelten frenetisch. Warum, wird im Laufe meiner Ausführungen ziemlich schnell klar. Wie aber sah die Realität aus? Der Adventskalender 2021 hat mir zum x-ten Male das wahre Gesicht der Betreiber gezeigt. Leider wurde der als so toll angepriesene Adventskalender in meinem Umfeld nur von ca. 20% der User genutzt. Ich fand das extrem traurig, weil es eine schnelle Möglichkeit war, mit all seinen Freunden zack, zack, zack zu kommunizieren, indem man einfach einen Eintrag gemacht hat und den konnte man dann an all seine Freunde verschicken. Das ist die eine Seite. Und andersrum, wo es doch so dermaßen spannend war, ob man dann zu dem auserlesenen kleinen Kreis derer gehört, die den Weihnachtsschal kostenlos bekommen. Das hier war das einzige Set, was 2021 während der gesamten Advents- und Weihnachtszeit dazugekommen ist, die Weihnachtsgarderobe. Und das Zünglein an der Waage war, wie gesagt, der Weihnachtsschal.
In dem letzten vorhergehenden Video habe ich den Kalender nach dem Öffnen des ersten Türchens ja weit über den grünen Klee hinaus und viel zu schnell gelobt. Da gab's ja richtig, da gab's Punkte, da gab's Kredits, da gab's Freirubine, Geschenkgutschein, glaube ich, war dabei, alles Menschenmögliche. Ich habe gedacht, nein, das wird dann wohl die 24 Tage oder 25 Tage so weitergehen. Im Nachhinein ordne ich jedoch diesen Kalender unter der von mir, ich spreche jetzt nur von mir, so empfundenen, seit Jahren üblichen Augenwischerei. User, die mir sehr nahe stehen, werden meine Worte verstehen. Wenn man es nüchtern betrachtet, waren insgesamt nur die Türchen am 1.12. an den drei Adventssonntagen und dem 25.12. wegen der eindeutig festgelegten EP, Kredits und Rubine interessant. Mehrfach bekam ich zum Beispiel Karten für Sammelbilder, die ich längst fertiggestellt hatte. Da habe ich mich dann auch gefragt, Mensch, toll, toll, das ist toll, wunderbar. Und einmal bekam ich eine Karte, bei der ich den Weihnachtsschal hätte gewinnen können. Wer die Karte nie gesehen hat, das war eine genauso eine Karte für die Weihnachtsüberraschung wie die anderen auch. Und da stand dann drauf, beim Einlösen der Karte, entweder den Weihnachtsschal oder alternativ 1,70 Kredits. Und das Schicksal hat dann alternativ mir die 1,7 Kredits gegeben. Und somit habe ich durch den Kalender diesen Schal nie bekommen. Kurz am Rande, Anekdote, ich habe diesen Schal von einer sehr, sehr guten, langjährigen, treuen Wegbegleiterin im Netz bekommen, die sich für diese Geschenksets und überhaupt diese ganzen Sachen überhaupt nicht interessiert. Und da war noch das Schöne, was mich richtig stolz gemacht hat, die hat mir den nicht einfach so geschenkt, sondern weil ich ja über Weihnachten mein Profilfoto mit der Nikolausmütze drin hatte, hat die mir den noch dazu geschrieben, das passt so schön zu deinem Outfit auf dem Profilbild. Und das war natürlich dann absolut toll. Ja. So. Und überhaupt war ja der Weihnachtsschal der Dreh- und Angelpunkt für schier endlose öffentliche Bettelei. Das hat mich wirklich schon angewidert, wie da jeden Tag Leute, ja, die selber kaum Geschenke geben oder sonst was, die jeden Müll versuchen einzutauschen. Ja, dann für einen Schal kriegst du dann drei andere Geschenke. Ja, naja, gut, mich hat das angewidert. Überhaupt diese ganze Bettelei widert mich an. Wenn man sieht, das ist das, was ich überhaupt während der ganzen meiner Zeit nicht verstanden habe. Im Jahr davor, 2020, als man dieses Kartenspiel überhaupt eingeführt hat, da hat man dann auch im gleichen Atemzug wohl schon sämtliches Pulver verschossen. Denn da gab es ja bekanntlich ein Set für Christbaumkugeln, eine Lebkuchenbäckerei, Christkindlmarktbesuch, Weihnachtsnascherei, weihnachtliche Dekoration, Weihnachtsstimmung. Und in diesem Jahr gab es eben halt nur noch die Weihnachtsgarderobe. Und die war eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet, aufgrund der enthaltenen Teile, Nikolausmütze, Nikolausbart, Rentierpullover, Mantel für Nikolaus, ja, und der Schal war das eigentlich in der Nikolausgarderobe, ja, und hätte dann eigentlich am 6. Dezember fertig sein müssen. Ich habe dann auf ein anderes Set gewartet, aber das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Und den Weihnachtsschal gab es eben halt nur über diesen Adventskalender. Ja, wie gesagt, ich hatte die Karte ein einziges Mal. Ich weiß nicht, ob ich bilde mir ein, gehört zu haben, dass manche überhaupt keinen einzigen Versuch hatten. Ich weiß es nicht. Was ich nicht gesehen habe, kann ich nicht, dafür kann ich nicht die Hand ins Feuer legen. Und dann ging es los. Am 25. war die Sache mit dem Adventskalender dann vorbei. Und besonders am 26. und 27. bekam ich unzählige Nachrichten und Anfragen rund um den Weihnachtsstall. Und die Grundtendenz war Enttäuschung darüber, ihn nicht bekommen zu haben.
und voraussichtlich nun ein Jahr warten zu müssen. Man hat ja gesehen, dass die sämtliche relevanten Geschenke aus dem Vorjahr 2020 wurden ja wieder über die Karten ausgeschüttet und man konnte dann, beinahe jedes Weihnachtsset, was man 2020 nicht fertigstellen konnte, 2021 fertig bekommen. So, und dann kam's. Am 28. Dezember berichtete mir eine gute Freundin, dass sie sich den Schal soeben selbst gekauft und geschenkt habe. Ich habe dann geguckt, ja, der war für einen, ich sag mal, noch relativ moderaten Preis käuflich zu erwerben. Und wer dann eben halt noch das Glück hat, dass er diese Karte selbst beschenken hatte, der konnte sich den dann auch noch selber schenken, brauchte also nicht irgendwelche Leute einzubinden oder irgendjemanden zu fragen, du, können wir uns den gegenseitig, ja, und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ja, da sage ich ja nur dreifaches Ho, Ho, Ho an die Betreiber für die grandiose psychologische Glanz- und Meisterleistung, so nenne ich das Ganze mal. Denn der Bonus, der sich aus dem Vervollständigen des Sets ergibt, sind zwei große geschmückte Weihnachtsbäume, die als Geschenk, man kann die jetzt also nicht ein Jahr bunkern, weil die Karte ist vielleicht maximal die Geschenke sind im Schnitt 2 Monate haltbar. Ja, dann müssen die verschenkt werden. Da kannst du quasi jetzt, wenn ich es auf die Spitze treibe, zum Karneval jemanden einen großen Weihnachtsbaum schenken. Das ist doch, also von der Logik her machte dieses Geschenk maximal, aber das war schon das äußerste Maximum, bis zum 24. Dezember überhaupt Sinn. Und viele haben mich gefragt, du Werner, warum haben hier einige eine Ho-Ho-Ho-Emo? Ja, ihr habt das vielleicht gesehen, hier, ich zeig nochmal drauf. Das war die Nikolausmütze als Emotion mit dem Titel Ho, Ho, Ho. Da an Informationen, ihr wisst, ich habe keinen Kontakt zu den Betreibern, auch nicht zu dem Team. Ich kriege da nirgendwo Informationen, außer das, was man eventuell auf den Tickern lesen kann. Aber anscheinend gab es auch diese Emotion nur über den Adventskalender. Und da frage ich mich doch dann wirklich allen Ernstes, warum hat den nicht jeder bekommen? Ich mache mal ein Beispiel, wenn ihr losgeht, meinetwegen, ihr habt viele Enkelkinder, sagen wir mal 5, 6, 7 Enkelkinder, dann kauft ihr doch für jeden den gleichen Weihnachtskalender. Da gehe ich mal von aus. Und die Weihnachtskalender, die ihr üblicherweise im Handel irgendwo bekommt, egal ob die jetzt 99 Cent kosten oder ob die für 70 Euro von irgendeinem Spielzeugladen sind, die enthalten immer diese gleichen Teile. Es kann sein, dass es unterschiedliche Modelle gibt, wo dann meinetwegen, aber über die 24 Tage, die so ein Adventskalender geht, bekommt jeder einmal das gleiche Geschenk. Außer in dieser Community. Ein weiteres Indiz für mich, ich rede seit Jahren über eine Zweiklassengesellschaft. Ja, warum hat der eine oder andere den Schal gekriegt? Warum hatten andere überhaupt keine Chance? Warum haben bestimmte Leute, ich habe das mal selektiert, das ist wieder genau ein ganz bestimmter Personenkreis, warum haben die Ho-Ho-Ho-Emo bekommen und andere nicht? Ja, das ist für mich einfach nur traurig. Tja, und dann war ja noch die Rede über die ganz tollen, wundervollen Sammelbilder. Diese Sammelbilder, das war ja das Einzige, was etwas mit Weihnachten zu tun hatte. Und bereits am ersten Advent, denn schon bevor der Advent fing ja an am, wann war es denn nur? Ich glaube am 26. November war der erste Adventssonntag. Oder
am 30. Ich weiß es. Auf jeden Fall lag der erste Adventssonntag noch im November. Und vorher konnte man schon die ganzen Weihnachtsgeschichten aktivieren, was die Geschenke in den Sammelkarten betraf. Und auch das Sammelbild war schon da. Und innerhalb der ersten 4 Tage, nämlich schon zum ersten Advent, hatte ich dieses Bild, das waren glaube ich, weiß nicht, 48 oder 54 Teile, bis auf ein einziges Teil, was mir noch fehlte, fertig. Und im Dezember habe ich täglich, jeden Tag also, zwischen 250 und 300 Emotionen verteilt. Und von denen, die ich zurückbekommen habe, das war fast 1:1, waren etwa 60 bis 70 für dieses Sammelbild einlösbar. Das sind ja nicht immer alle, manchmal sind auch verschiedene. Ja, kommt immer darauf an, was derjenige, der einem eine Emotion gemacht hat, dann an Bildern angefangen hat zu sammeln. Ja. Und wie ihr hier sehen könnt, am 19.12. gelang es mir dann endlich mit dem, jetzt wird's interessant, 1364. Versuch, das fehlende Teil bekommen. Das heißt, ich habe während der Zeit vom 1. Adventssonntag bis zum 19. Dezember etwa 300 Credits verbraucht, um ein einziges Teil von eben diesem Sammelbild und dafür als Bonus 5 Freirubine im Wert von ca. 7,5 Credits als Bonus zu bekommen. Ho, ho, ho. Oder wenn man ganz ehrlich ist, da muss man eher sagen, ha, ha, ha. Ich habe jetzt viele Ticker gelesen, wo es heißt, ich will mir den Zeitaufwand nicht mehr ans Bein binden und. Ihr seht, da sind die Menschen, die es kapiert haben. Das Ganze ist nur reine Beschäftigungstherapie. Keiner wird mehr auf den grünen Zweig kommen, außer ein paar erlesene Menschen. Die Credits gehen weg, die Zeit geht weg, aber man ist online und kann sich die schöne Werbung angucken und damit verdienen die Betreiber Geld. Gut, es sei denen gegönnt und ich sag nichts dazu. Und seit diesem 19. Dezember bis heute, dieses Video ist jetzt, drehe ich jetzt am 7. Januar, habe ich während der gesamten Zeit, obwohl ich seit 24. Dezember alle Bilder fertig voll habe, gebe ich jede Emo, die ich bekomme, zurück. Es sind etwas weniger geworden im Moment. Die liegen also so zwischen 180 und 220 pro Tag. Ja, aber die gebe ich auch zurück, obwohl es mir überhaupt gar nichts bringt. Außer, dass meine Kriegskasse leer ist, auf gut Deutsch. Also ich bin mit Kredits da gelandet. Ja, in der schlimmsten Sorte Tee, die es überhaupt gibt, nämlich in der Pleitee. Und ich bin, wer mein Profil kennt, ich habe hier mein Profil nochmal aufgelistet, ja, ich bin ja einer der wenigen, die mit seinem Profil Angaben nichts, mit gar nichts hinterm Berg hält. Und ihr seht hier, das ist also der höchste Rang, den ich hatte, der war, und zwar war das Ende März 2021, Rang 126. Und seitdem habe ich mich kontinuierlich runtergespielt. Und es dürfte für jeden nachvollziehbar sein, dass ich von den 0,72 Credits, die ich aktuell täglich erhalte, nur noch einige wenige Emotionen zurückgeben kann. Und da ich niemanden bevorzugen und ebenso wenig niemanden benachteiligen möchte, bitte ich um Verständnis, dass ich ab sofort keine Emotionen mehr zurückgeben werde. Und um die Sache zum Schluss zu bringen, ich wünsche euch
Weiterhin viel Spaß in dieser wirklich einzigartigen Community. Und dazu drücke ich euch die Daumen, dass ihr auch bald mal die Top 500 Leistungen aktiv nutzen dürft. In diesem Sinne sage ich toi 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 und bis dann, euer alter Mann. Und ihr bekommt neben diesem Video, habe ich euch hier auch alle Videos runtergesetzt. Vielleicht mache ich das auch nochmal in einem eigenen Verzeichnis. Fällt mir gerade so am Rande noch ein, dass ich es oben noch mit reinsetze. Ja, ab hier findet ihr alle Videos, die ich über dieses Spiel jemals gedreht habe. Es sind, glaube ich, 18 oder 19. Ich war ja nun, ja, und wer lustig ist, kann sich hier nochmal angucken. Der kann auch dann genau verfolgen. Ja, ich werde vielleicht hier nochmal eine Rubrik anlegen, Kartenspiel. Und werde da nochmal die ganzen Videos hinterlegen, dann ist es einfacher zu finden, als wenn man über einen speziellen Artikel geht. Ja. Ihr findet also wie gewohnt, wie gehabt, unter dem Video den Link zu diesem Artikel. Und ich sage toi toi toi, ich drücke euch die Daumen, dass 2022 ja ein bestimmter Fluch mit dem Buchstaben C besiegt wird und wir irgendwann wieder dahin kommen, ein normales Leben zu führen. Dafür drücke ich uns die Daumen. Toi, toi, toi. Ich sag tschö, bis dann. Habt euch wohl und ich hab euch lieb. Das ist wichtig, euer alter Mann. Ciao, ciao.